Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur Keep Smiling Weihnachtsfeier, gerade frisch aus dem Lockdown, ihr Lieben, schön, dass ihr alle da seid. Es ist Joyce, Maria Clara Groppler, Michael Schulte und Maxi Stettenbauer und ich, Daniele Rizzo. Ich freue mich, dass ihr alle Zeit gefunden habt und hier seid. Wir werden ein paar witzige Spiele machen und das alles auch für einen kleinen guten Zweck, nämlich für die Straßenwächter. Und Joyce hat die Organisation vorgeschlagen und erzählt uns kurz, wer die sind und warum wir die unterstützen sollten. Ihr könnt nämlich, wir spenden eine Kleinigkeit und ihr könnt natürlich auch über PayPal, hier gibt es drunter einen Link, auch was spenden. Wir würden uns sehr freuen. Ich sage immer, spart euch an einem Tag den Coffee to go für 3 €. Das ist schon mal eine schöne Sache. Oder spart euch einen Kasten Bier für 15 €. Die brauchen auf jeden Fall jeden Cent. Genau, die Organisation heißt Straßenwächter und ich bin mit denen seit, so 1-2 Monaten in Kontakt, weil mein Cousin mich auf die aufmerksam gemacht hat. Da arbeitet nämlich eine Freundin von ihm ehrenamtlich, die Gina, die habe ich jetzt auch kennengelernt. Und die kümmern sich darum, dass Obdachlose in Köln mit Essen versorgt werden. Und zwar jeden Tag, auch am Wochenende, auch an Feiertagen. Und gerade im Moment, wo halt weniger Leute auf den Straßen unterwegs sind, ist es ja, denke ich mal, noch wichtiger als sonst, weil da einfach weniger passiert und weniger Aufmerksamkeit darauf gelenkt wird. Und die bauen jetzt gerade auch im Büro ein Badezimmer aus, dass Obdachlose auch die Möglichkeit haben, sich dort zu duschen und umzuziehen und zu waschen. Und genau, das sind so ein paar von den Sachen, die die machen. Eine sehr schöne Organisation und wie gesagt, die gehört noch, ist noch ganz klein und lokal und braucht auf jeden Fall jeden Cent und freut sich über jeden Cent und deswegen genau, unterstützen wir die und wenn ihr das auch machen wollt, freuen wir uns sehr. Ja, Weihnachten, was bedeutet euch das denn? Wie feiert ihr denn normalerweise? Fangen wir mit Joyce an, Ladies first. Mit den älteren Ladies first, ne? Genau. Ja, mit 25 bist du jetzt ein Boomer, weißt du, Joyce? Danke. Hallo, Joyce ist schon fast doppelt so alt wie ich. Hörst du jetzt auf? Gibt einen Double Boomer, ja. Nicht um Weihnachten. Du hast das erste, Joyce hat das erste Joyce. Weihnachten erlebt, das allererste Weihnachten. Ja, das hat, sie war dabei, an der Suche. Nein, stopp, nein. Bin ich jetzt hier die Älteste wieder, oder was? Nein, glaube ich überhaupt nicht. Ich bin 37 und du bist garantiert jünger. Genauso 36. Alt. Okay, so. Ich hätte gerade. Ja, siehst du, dann bist du jünger. Jetzt ist ja noch jünger, aber. Okay. Ich bin 37. Ach, 37? Ja, dann Maria bist du. Maria hat 36 gesagt. Ach, Entschuldigung, dieses Zoom ist irgendwie alle. Ich muss mich da auch noch dran gewöhnen. Also, Joyce war also bei der allerersten Weihnachtsfeier dabei. Das ist gut. Maria, genau. Wie ist das bei dir? Wohin fährst du? Bleibst du zu Hause? Ja, ich fahre zu meiner Mama in die Heimat. Normalerweise feiere ich Weihnachten im Ausland. Also wir machen immer so Urlaub über Weihnachten. Das darf man dieses Jahr nicht. Ja, leider nicht. Deswegen feiere ich zum ersten Mal, glaube ich, nach 5 Jahren wieder mit meiner Familie. Schön im Lockdown. Das klingt sehr schön. Michael, quatsch ja. Die ganze Zeit rein. Wie ist das bei dir? Wie sieht Weihnachten bei dir aus? Feierst du überhaupt Weihnachten oder stille feiert Weihnacht. Ihr frohe Labernacht? Oder wie macht nee, das? Stille Weihnacht. Wir reden alle nichts ja. Und das geht 3 Tage lang. Und das ist für alle auch eine sehr große Erlösung. Ja. Das ist schön. Den Livestream würde ich gerne sehen. Max Steigerseminar. Ja, wir dürfen ja niemanden besuchen. So. Das ist ja so. Ja. Deswegen machen wir einen Heiligabend so. Meine Familie und ich versuchen uns 7 Stunden lang in einen Zoom-Call einzuwählen. Das werden wir machen an Heiligabend. Das ist ganz irgendwie. Ja, die Leute wissen nicht, dass vor diesem Gespräch, wir haben uns schon vor 2 Tagen getroffen, sehen auch alle so müde aus, weil es wird zwar jetzt erst gestreamt, aber wir sind schon seit 8 Tagen, haben wir einen Marathon hinter uns und deswegen haben wir auch richtig Bock. Ich habe ein paar Spiele vorbereitet hier, dieser Schreibtisch ist voll mit Quatsch und Unsinn und ich habe mir überlegt, wir spielen ein wunderbares Spiel und als erstes müsst ihr Teams auswählen. Ich habe so im Kopf, wie die Teams aussehen könnten, aber ihr könnt mich natürlich jetzt auch überraschen. Wie würdet Jungs gegen Mädchen. Jungs gegen Mädchen. Ah, nicht. Ja. Falls Michael. Wir können auch mixed gendern, das ist mir egal. Ja. Es ist also, es sind 3 Teams. Es ist Michael alleine. Maxi Stettenbauer. Nein, also, es ist das wunderbare Team Joyce und Maria und der Michael Schulte und Maxi Stettenbauer. Seid ihr damit fein? Ja, auf jeden Fall. Die Marvels, die Avengers. Yes. Ja, genau. Die Avengers gegen Batman und Robin oder andersrum. Ihr könnt euch dann entscheiden, wer Batgirl und Robin ist. Wunderbar, das freut mich doch schon mal sehr. Wir spielen jetzt das wunderbare Spiel Charade.
Oh Gott, ich hasse Scharade. Das ist schon mal, eigentlich müssten jetzt die Männer anfangen. Ich verstehe Scharade nicht. Nee, ich auch nicht. Wir werden sehen, ob wir das wirklich nicht verstehen oder ob wir das hinbekommen. Können wir auch dann Stanley spielen? Wollen die Mädels anfangen oder die Jungs? Die Jungs gerne. Die Jungs ja. fangen an? Man's, okay. Man's first, ja. Dann fangen die Jungs an und weil wir sonst zu viel Zeit verlieren, es muss jetzt einer spielen und der andere muss raten. Wer will denn spielen? Wer will die Scharade machen? Ja, ich spiele jetzt einfach mal. Ne? Der Michael also, spielt und der Maxi rät. Okay. Also okay? Vorausgesetzt, wunderbar. Ich kenne den Begriff dann. Ne? Also, ja, das kriegen wir schon hin. Okay, gut. Ich habe mir, es ist ein bisschen okay, Michael, hier dein hier Begriff. Ringparade. Ja. Wir machen jetzt kurz, es läuft ja über Zoom. Also wir versuchen jetzt hier das erste Mal Spiele, alle können mitschreiben, wie sie es dann nie wieder machen würden, wenn sie zu Hause mal zoomen wollen. Und ihr macht es so, der Michael macht jetzt sein Mikrofon aus, ja. Nicht, dass du dich verquatscht und irgendwie okay. Jetzt im Film sagst, du machst dein Mikrofon aus, dass wir dich nicht hören. Und wir müssen uns jetzt ein Zeichen machen, wie nächster Begriff, wenn du es jetzt irgendwie nach 10 Mal nicht schaffst, es ihm zu zeigen, Maxi rät immer daneben, machst du irgendwie so oder so. Nächster Begriff, okay? Ich möchte nur kurz anmerken, jetzt wo Michael sein Mikrofon aus hat, fühlt ihr diese Stille, diese angenehme Stille, diese meditative Ruhe, die gerade einkehrt? Ich finde es richtig angenehm. Leider kann er uns noch hören, ne? Weil sonst würden wir letztlich. Das ist schon, ich muss es jetzt schon lachen. Dass ja, er soll es hören, alles gut. Dann müsste sein Lachen. Gut, wir machen es jetzt so. Und Maxi, du musst immer weggucken, weil sonst siehst du ja den Begriff. Soll ich auch Ton ausmachen und so? Nein, du musst den Ton ausmachen. Ja, okay, dann mach so. Sicher? Ich sehe nichts. Siehst du nichts? Ja, wo seid ihr denn alle? Okay, warte, dann muss ich ja hier die Zeit. Wir müssen mal kurz hier Countdown. Aber was passiert denn jetzt? Alles gut. Du musst gleich raten. Es ist so dunkel hier. Ich weiß. Ihr habt 3 Minuten Zeit. Ich hoffe, der mogelt nicht. Also, der erste Begriff ist filmaffin. Okay, der erste Begriff ist auf die Plätze, fertig und los. Soll ich die Augen wieder aufmachen? Nein, noch nicht. Okay. Okay, kannst du wieder aufmachen. Oh, da seid ihr ja wieder. Okay, oh. Der Schulte spielt. Ohne Scheiß, meine Brille ist beschlagen jetzt. Siehst du Michael? Okay. Ich sehe Michael, ja. Ja? Mhm. Mhm. Es ist ein Film? Mhm. Okay, das sieht italienisch aus. Michael, du musst nicht mehr reden. Ja, okay. Italienisch. Der Pate? Ja, okay, ja, wieder Augen zu, Augen zu, Augen zu. Alles klar, Augen zu. Okay. Okay, lass wieder gucken, Maxi. Okay, alles klar. James Bond. Ja, fantastisch. Weiter geht's. Krass, okay. Hier. Okay, lass wieder gucken. Okay. Michael Schulte masturbiert. Nein, okay, was ist was anderes? 1 Minute ist vorbei. Star Wars, Darth Vader. Ja, okay. Stimmt. Okay. Ach Gott, ihr seid so gut. Genau, Augen sind zu, nicht mogeln. Nein, ich guck nicht. Okay, darfst du wieder gucken? Okay. Alter. 1:30 ist vorbei. Alter, das ist ein neues GIF. Er lacht und das ist ein Bösewicht. Das ist irgendwie so ein kranker Bösewicht, der irgendwie... Das ist so gut. Er hat noch so Hörner oben und er tanzt irgendwie so rum. Es ist ein Musical. Ein Musical mit einem... so ein Schnurrbart. Ich weiß es nicht. Ich finde es gut, dass ihr... Willst du noch einen Begriff? Michael, willst du noch einen Begriff, oder? Ja, er schafft's. Ja. Okay, ich weiß es jetzt. Jetzt hat er mich verloren. Ja, ich lasse ihn einfach machen. Ich habe keine Ahnung. Willst du einen neuen Begriff? Willst du einen neuen Begriff? Komm, du bekommst einen neuen Begriff. Ja, okay. Augen zu. Finde ich sehr gut. Hier. Doch, kennst du. Habt ihr? Ja, okay. Darfst du wieder? Ja, okay, alles klar. Ja. So. Titanic. Ja, nicht schlecht. Nein, aber ist es nicht. The fuck? Die letzten 20 Sekunden. Ghostbusters? Nee. Oh, guck mal genau, wie er macht.
Alter, Hitler? Ja, und wie heißt der Film dazu? Inglourious Basterds? Nein, nein, nicht so. Also, guck mal, was er macht. Wann geht's? Er geht. Der Untergang. Ja! Der Untergang. Sehr gut. Ja, geht doch. Wow! Okay, drei haben wir geschafft. Was war das vor? Was war das letzte? Ich weiß es nicht. Was war das? Ich hatte keine Ahnung. Das war der Joker. Der Joker war das. Aber sehr schön. Ja, das ist. Muss man das jetzt hier irgendwo notieren? Aber Joaquin Phoenix nachmachen ist auch schwer. Ja, das war aber 1-1, ne? Also. Ja, ganz genau. Ganz genau. Da lasse ich nichts drauf kommen. Ich habe meine schönen Phoenix-Imitationen jahrelang geübt, ja. Schon vor dem Film. Insofern lasse ich mir da. Ja. So, okay. Ihr habt, glaube ich, 3 Punkte, ne? Echt jetzt so wenig nur? Aber ja, wir warten. Drei. Sie waren aber gut. Ihr habt, ja, gut, okay. Gut. Ihr habt der Pate, der Untergang. Ach. So, okay. Dann sind jetzt die Mädels dran. Ich würde lieber raten. Ich habe das nachher. Ist es bei uns wieder das Genre Film? Es ist wieder bei euch der Genre Filmgenre. Maria hatte mir schon mal in einem kurzen Gespräch vorher gesagt, dass sie total filmaffin ist und total viele Filme kennt. Das wäre jetzt auch so geil. Nee, Thema ist Biomedizin. Du auch nicht, Maria, oder du doch? Ja, ich bin jetzt auch nicht so ein Filmemensch. Deswegen, wir können es so machen, ich mache es und wenn, also ich mache Pantomime und wenn ich halt den Film nicht kenne, dann sage ich halt direkt, dass ich den nicht kenne. Ich sehe ihn gerade ganz kurz. Aber das kann halt auch gut sein, dass ich den dann auch nicht kenne. Ja. Ich habe ja noch ein paar Wörter, wir geben auch Tipps. Ja. Muss ja jetzt nicht direkt am Anfang. Okay, also übrigens, Leute, es waren 4 Punkte. Es war genau. Es war Star Wars. Ja, ja, so leicht lasst ihr euch das nicht fühlen. Ja. Und es war der Untergang. Der Untergang. Ja, Ich hab's gewusst. Also 4 für die Jungs, aber Mädels. Sehr unsympathisch, aber. Okay, meinetwegen kann ich Pantomime machen. Maria macht Pantomime, das heißt, genau, noch Alter, schnell einen Schluck das ist Wasser. Halt einfach mal das größte Wasserglas, was ich in dem Jahr gesehen habe. Oder Maria ist sehr, sehr klein. Mein Gesicht ist einfach nur extrem klein, ist das normal? Das ist ein Fingerhut und Maria ist sehr, sehr klein. So eine kleine Maus und trinkt aus dem Fingerhut. Ich kann euch ein großes Glas zeigen, ich habe noch eins, das ist doppelt so groß. Das ist ein Ikea-Glas, das haben wir auch. Gerne das sind doch, oder sind doch diese Ikea-Dinger. Ja, haben wir auch. Ist nur Wasser drin, kein Glühwein. Hat doch das gleiche Glas hier, oder nicht? Wie immer, ist mal ganz unter uns, ihr seid nicht betrunken, weil bin ich der Einzige, der gesoffen hat, oder? Ja. Ah, okay, blöd, ja. So, dann spielen wir jetzt eine Runde und dann stelle ich euch die nächste Weihnachtsfrage. Aber Mädels, dann muss Maria kurz den Ton ausmachen. Ich muss auch gleich schon wieder pinkeln. Schön. Und genau, perfekt. Okay. Ich bin gespannt, ob ihr das hinbekommt. Ich fange mit was. Ach, dann muss ich auch unten, ich muss mal die Augen zuhalten. Muss die Augen zuhalten, ich sag dir wann. Okay. Maria, also, bist du ready? Dass ich aufs Klo muss, wäre was mit Geplätscher sehr gut. Jetzt mache ich wieder die Uhrzeit an. Oh Gott, okay. Ich bin so ein Opa. Okay, eure 3 Minuten laufen und bitte. Ich mache aber fair. Nein, Augen zu. Achso. Hast du? Okay. Joyce, will das gucken. Joyce! Du kannst mich natürlich. So. Was ist das denn? Ja, komm. Ach, König der Löwen! Ja! Das ist erst eine Geburt oder so. Joyce, aber ist ja so ähnlich. Mach die Augen zu. Es sah aber auch aus, als ob Maria einfach richtig viel ejakulieren würde. Okay, ja, oder gutes Yoga macht. Okay. Joyce, lass wieder die Augen aufmachen. Was ist das? Irgendwas Starkes. Was? Hulk, der Hulk. Hä? Tetris das Spiel? Sorry. Maria klappt weg. Also nicht der Hulk. Nee. Knutschen? Nee, was macht sie da? Maria lacht mehr, okay. Mach nochmal, komm, du schaffst es. Mach eine typische Geste, Maria. Okay, schieben gehört dazu. Hm, was noch? Ah, guck mal, was macht ihr da? Hä, was macht sie denn da? Ja. Okay, ich gebe dir einen Tipp. Maria, was kann der denn noch so? Ja, guck mal, was er macht, was sie macht. Fliegen, Superman. Ja, Superman.
Augen zu. Das ist die Augen fünf. Zu. Die fünf. Was? Noch 1:30 Joyce, Augen zu. So, ja, so, das ist jetzt. Ich weiß, ich komm hier. Auf Platz 5 von Supermans Fähigkeiten fliegen. Okay, gut. Joyce, du lass wieder gucken. Joyce, lass wieder gucken. Titanic. Ja, es ist nicht die Passion Christi, die wollte ich euch eigentlich geben. Okay, sehr gut, Titanic. Sehr gut, also jetzt wird's wieder wild. Augen zu, Joyce. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, ob Maria den Film kennt. Okay, du darfst wieder gucken, Joyce. Irgendwas mit heiraten. Ringfinger. Hä? Ich kenne nicht mehr. Mittelfinger. Nee, was macht sie denn da? Hä? Ja? Ich. Was? Ach so, hier Herr der Ringe! Ja, sehr gut. Augen zu. Oh, jetzt sind so zwei Begriffe. Ich mache jetzt den hier, komm. Warte. Oh. Mhm. Okay, Joyce, darfst du wieder gucken? Es sind die letzten 20 Sekunden. Oh Gott. Wie viel habt ihr denn? Was ist das? Das ist nicht, zahlt ihr die Zahl rein? Was macht die da wieder? Ja, was macht sie denn da? Ist es eine Bombe? Ist es ein... Ja. Na, komm. Jetzt musst du was sagen. Ich weiß nicht, was sie macht. Okay. Ich habe gar nichts... Ja, ist schon gut, etwas, ja. Sie hat etwas... Sie hat, lass uns wieder Ton machen. Jetzt können wir irgendeine Explosion, aber... Sie hat was gerieben und dann kam was raus. Ja, aber was... Max macht Aladdin, den Witz Porno oder Aladdin. Was? Das war Aladdin. Aber trotzdem, ihr habt sehr gut gespielt. Hätte man den fliegenden Teppich, aber gut, wäre auch schwer gewesen. Ja, ich hätte das aber auch gerieben. So, ihr Lieben, also es war sehr, sehr gut. Vielen Dank, Maria. Super gemacht, Maria. Dafür, dass du keinen Film kannst. So, also, wir haben König der Löwen. Wir hatten Superman. Der beste Superman aller Zeiten. Idris, das Spiel. Wir hatten Titanic, das war easy. Und wir hatten Herr der Ringe, ne? Gleichstand. Ja, ich glaube schon, oder? Ah, ja. Sehr ja. Schön. Ich bin sehr, sehr happy. Ich bin sehr, sehr happy. Lieben, was sind denn da eure absoluten Hass-Songs zu Weihnachten? Was geht überhaupt nicht und was kommt viel zu oft im Radio? Oder habt ihr Songs, die ihr wirklich liebt? Mariah Carey, ganz ehrlich, also ich finde, man kann sich da nicht satt hören. Also nicht, dass ich das jetzt jeden Tag höre, aber das ist für mich ein Evergreen, der stört mich nicht, wenn er kommt. Ich weiß, ja, viele aber hassen den, aber... Ja, hör ihn dir doch dann an die ganze Zeit und gib mir... Nö, will ich ja nicht. Ja. Nö, das will ich... Nee, lass mich, ich spiele dir das gleich ein, Digga. Ich habe hier keine Wham, habe ich auch für dich. Und Bryan Adams habe ich noch was Schönes. Alle Weihnachtslieder sind scheiße. Falsch, und außerdem... Alle sind cool. Falsch. Und außerdem, wenn ich dann wieder irgendwie so eine Pop-Songwriter-Arschnase sehe, die sich denkt, ja, mir fällt das ganze Jahr über nichts ein, deswegen mache ich jetzt einfach mal einen Weihnachtssong. Hast du meinen schon gesehen? Da kaufe ich mir die Single und verbrenne sie in meinem Kamin, weil ich das so scheiße finde. Und singst dazu Mariah Carey. Gesundheit, Maria. Aber gibt es einen Song, den ihr richtig gut findet, wo ihr sagt, so den, also Schulte kann Mariah Carey die ganze Zeit hören? Also ich finde Mariah Carey super. Ja. Mariah Carey, also ich finde ihn nicht schlimm, weil viele hassen den ja. Ich finde, für mich ist es so ein Nebengedudel, das ist schon so ein bisschen. Ich finde zum Beispiel von Blink I Don't Go Home for Christmas oder so. Das ist jetzt zwar nicht so weihnachtlich, aber ein sehr schöner weihnachtlicher Song, ja. Keine Ahnung. Und so diese ganz klassischen so Frank Sinatra-Sachen oder so, so in diesem Style, das finde ich schon geil. Das hat schon was, ja. Aber ich bin jetzt per se jetzt nicht so ein Weihnachtsverrückter oder so, ja. Und bei Joyce und bei Maria, habt ihr irgendwelche Songs, die ihr richtig geil findet, wo ihr sagt, so Weihnachten, das ist mein Song, da höre ich immer X? Also ich höre, wie gesagt, alle Weihnachtssongs gerne und Blink ist auf jeden Fall auch dabei. Das ist schon gut, ne? Ja. Toten Hosen haben auch einen Weihnachtsmann vom Dach, ist auch ein guter Song. Nichts für Kinder, auch ein bisschen kritisch, aber auch ein guter Song. Naja, egal. Ihr Lieben, ich habe ein neues Spiel für euch vorbereitet. Das ist ein bisschen experimentell, wie immer. Es heißt, ich habe es genannt, Shot in the Dark. Also ich mache jetzt meine Kamera aus. Und jetzt dürft ihr alle raten und was ich mache machst, ein nein, Geräusch. Das spielen wir nicht, das spielen wir ich nicht. Ich gehe jetzt einfach. Du bist echt ein Schwein, weißt du das? Hier schauen Kinder zu. Also ist die Kamera Kinder. Auch nee, ganz ehrlich, ich habe eine Verantwortung. Nicht viel, aber ein bisschen was. Und ich möchte das nicht.
So, also ich mache jetzt die Kamera aus und mache Geräusche und ihr müsst wissen, was das ist, was ich da mache, okay? Wir sind nicht bei Chatroulette hier, das weißt du, oder? Sehr gut. Ich habe das Gefühl, dass Michael auch seinen Ton ausmachen sollte. Ja, ich mache. Wir probieren es jetzt mal, ob es klappt. So, nicht Zoom passen, sondern Video abbrechen. So, mal gucken, ob ihr mich jemals wieder seht. So. So, bam. Okay, wir sehen uns aber, ne? Könnt ihr mich hören? Ja. Okay. Mhm. Es kommt nun Geräusch Nummer 1. Schnipsen. Feuerzeug oder Schnipsen. Das war eine Dose, die aufgemacht wurde. Okay. Michael hat einen Punkt, es war ein Feuerzeug tatsächlich. Ja, Feuerzeug. Ja. Das war anscheinend super easy. Okay. Habe ich dir auch gesagt. Eine meiner, ja, das einzige Talent, was ich habe, ist Geräusche raten. Mehr kann ich auch nicht. Geräusch, es kommt Geräusch, und die Zuschauer können natürlich mitraten, es kommt Geräusch Nummer 2. Ja, es schnipsen jetzt, oder? Ein anderes Feuerzeug. Das hat sich genauso angehört. Ich glaube, das war Schnipsen. Okay, kommt nochmal. Schnipsen? Nee. Hätte ich auch gesagt, ja, oder? Nee, was ist das? Das hat sich jetzt wie Feuerzeug angehört. Schnipsen war es nicht. Na, kann ich es nochmal hören, bitte? Ja, jetzt kann ich es nochmal, der Michael ganz nochmal hören. Ach, ein Kugelschreiber! Ja, ist gut. Ist auch gut, war es aber nicht. Sehr gut. Es kommt jetzt der Ton. Ich wiederhole den Ton jetzt einfach zweimal schnell. Das Genick eines Meerschweinchens. Ja, er hatte ja. Kann ich noch einmal hören? Du hast 5, oder? Habe ich mal gelesen irgendwo. Ja, ich habe 5, deswegen wir hören es nochmal. Also, es kommt jetzt nochmal, okay? Und es geht los. Also. 5 tote Meerschweinchen, die ich jetzt bei Daniela. Nee, jetzt ist es der Marder aus der Garage. Der hat mir die Kabel durchgefressen. Oh, keine Ahnung. Mach nochmal, Warte. Es ist ein Feuerzeug, jetzt hör mal auf. Ja, ist das eine Schere oder so? Ja! Punkt an Team Maria Joyce. Ich möchte jetzt zum Beweis sehen, wie du dieses Geräusch mit der Schere kriegst. Machst. Mach mal. Ja, dann wollt ihr es sehen, tatsächlich hier. Was hast du denn für eine Schere? Ja, stimmt. Ihr habt ja die gleiche Meerschwein. Ja, das ist, könnte auch das Wettbewerbsverzerrung sein, wenn Maria die gleiche Schere hat und so, dass wer weiß, was da in Absprache schon vorher, naja. Ganz genau. So, okay, ein Zufall. Video abbrechen, perfekt. Mhm. Okay. Ach, das wird schwer, ich weiß gar nicht, ob ihr das hinbekommt. Ein Meerschwein. Was könnte das sein? Ist leider so gut. Das ist in einem Behälter drin. Eiswürfel. Rohheim. Ja. Ja. Okay. Eiswürfel, würde ich sagen, ne? Also, irgendwie, oder? Jetzt mache ich noch ein anderes Geräusch. Ich hoffe, ihr hört's. Stifte in einem Glas. Nein, warte. Nicht Wasser oder sowas einfach. Ich glaube, das Meerschweinchen blutet noch aus. Könnt sich hören. Machst du nochmal, Daniel? Ja. Das ist irgendwie so auch so ein Nussglas. Zufällig. Komisch. Was ein Zufall. Maria hat alles da. Das ist ja ganz komisch. Wahrscheinlich ihr seid im gleichen Raum wahrscheinlich. Das wäre so lustig. Der Raum, wenn man die Kamera zurückfährt, ist genau in der Mitte. Also Daniel ist wirklich daneben und die haben wirklich nur der Schrank ist durchgeschnitten mit einer Flex, aber es ist genau und er grenzt genau an Maria an. Ganz dann, zufällig. So mit der nächsten Rate runter, das nächste Geräusch und Maria so, ist es vielleicht dieses Steinway-Piano? Also ich würde jetzt wirklich Maria den Punkt geben. Sorry, Jungs. Echt? Weil ja, es was sind halt Nüsse, die ich gegessen habe. Okay. Nee. Ja, okay. Ja, alles klar. Ja. Also Nüsse, gut. So. Das ist dieses Piano. Geräusch mal. So, ich verschwinde dann wieder. Schön. Folgendes Geräusch. Ich bin gespannt, wer es erkennt. Zahnbürste elektrisch. Nee, stopp. Stopp. Nochmal? Rasierer. Ja, Fussel. Scheiße, ja. Das ist Zahnbürste. Oder so ein Quirl, so ein Küchengerät. Ne? So ein, es war eine Zahnbürste. Es war eine Zahnbürste. Oh ja, okay. Gleichstand, 2-2. Nicht schlecht. Meine hört sich anders an. Alle so, wie macht man darauf jetzt einen blöden Witz, ohne dass man gleich. Also wirklich, meine geht im Moment immer einfach an, ohne dass ich drauf drücke. Was? Deswegen kenne ich das Geräusch sehr gut momentan. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich putze mir die Zähne, die Probleme haben. Letztes Geräusch.
Letztes Geräusch. Kommt jetzt. Auf die Plätze fertig. Und los und. Tacker. Nüsse knacker. Nee. Reus bekommt Scheiße. Den Punkt. Ja, Tacker, ja. Ja. Ja, ist gut, ja. Ist gut. Endlich ein Punkt. Also erst immer so machen Tacker. Und dann. Ja, nee, ist gedroppt. Sehr gut. Also, diese Runde geht knapp. 2-2. Team Joyce und Maria. Oder 2-2 ist es jetzt. Ja, glaube ich auch, oder? Ja. Nee, ich glaube, ihr habt das letzte Mal, habt ihr im Augenblick, führt sozusagen Team Joyce und Maria mit einem Punkt, oder? Ja. Aber ja. ich meine jetzt beim Geräuscheraten 2-2. Nee, wir haben 3. Die Mädels haben 3 geraten. Echt? Die Mädels also, haben die Zahnbürste geraten. Nee, die Zahnbürste hat die geraten. Die Mädels haben Dann sollte ich wohl Interesse an dem haben, was hier passiert, oder? Also, ist ja nicht so, dass in der ersten Runde auch schon falsch geschätzt wurde. Ne? Was die, aber nein, es geht ja auch nicht ums Gewinnen. Wir kommen zum nächsten Spiel. Und das Spiel funktioniert so, ich halte Gegenstände rein und die müsst ihr dann so schnell wie möglich besorgen. Wer als erster dieses Gerät, dieses Teil irgendwie im Haus Bild hat, quasi bekommt den Punkt. Muss ich jetzt aber die Kopf... Das, ja, okay. Ist dieses Spiel auf den eigenen Haushalt beschränkt oder darf man auch bei den Nachbarn einbrechen? Du kannst auch eine Alster riskieren. Das geht der Stream natürlich. Dauert das ja nicht so lange. Ne? Wenn du jetzt irgendwie im Wagen fährst und wie bei den australischen Nachbarn jetzt eine Stunde zu dem Nachbarn fährst, um das dann zu holen, sind wir wahrscheinlich nicht mehr da. Aber gute Fahrt wünsche ich dir. Also alle vier, also kurze Frage, also alle vier gleichzeitig oder immer pro Team? Also Daniel, ich finde das Spiel super. Ich möchte nur ein paar Vorschläge von Gegenständen machen, die du reinhalten könntest. Okay. Fernbedienung, dann noch eine Fernbedienung und noch eine Fernbedienung. Also okay, wahrscheinlich sage ich jetzt gleich eine Fernbedienung. Gerne auch diesen Stift. Du läufst nicht so gern, ja, oder auch eine Kaffeetasse. Wenn du die Gegenstände reinhalten könntest, wäre ich voll dabei. Ah. Okay. Ich habe mich richtig gut vorbereitet und alles einfach, was man haben braucht, habe ich halt hier. Ja, du sitzt gemacht. Ja eh neben ihm. Maria, kannst du ganz kurz zur Sicherheit mal zeigen, was du alles dabei hast? Was hier schon habe? Ja. Also ganz viele Stifte. Daniel, reich's dir doch einfach rüber. Jetzt mal stopp, hast du wirklich so viele Stifte? Mein Frühstück. Sehr gut. Einmal kotzen. Bin ich der einzige Mensch ohne Stifte im Haus? Eine Weihnachtskarte. Diese 2 Kilometer. Eine Tasse, wo Best Comedian Ever draufsteht. Ey! Ja. Ah, das ist eine Schleierheit. Okay, gut. Ihr Lieben, wir verstehen es schon. Also, das heißt, Plutonium. Es geht jetzt los. Gott, ich spucke die Mandeln noch aus. Also, Moment, ich brauche jetzt auch Gegenstände. Das heißt, genau. Also, nein, du brauchst keine Gegenstände. Ich zack jetzt was rein und ihr müsst dann losrennen, alle. Also, und das besorgen. Ich fange mal mit was ganz Einfachem an, okay? Okay, muss ich ready. Ich glaube, Maxi, du musst die Kopfhörer abnehmen. Oder hast du keinen Bock zu laufen? Ich kann dich dann nicht hören. Ist ja egal, ich halte es ja rein. Du wirst es ja sehen. Aber okay, ich will dich hören. Okay. Okay. Und wir müssen genau das gleiche, oder kann man auch was Ähnliches suchen? Ich will schon gerne das. Jetzt habe ich es nicht gehört. Welche Scheiße. Also Daniel, das rein und dann bringst du halt... Darf ich dann auch meine Karte... Wie so ein Kind, was so ein bisschen dumm ist. So, okay, gut. Also ich genau den Gegenstand. Also auf die Plätze, fertig. Ich fange mit etwas Schwierigem an, okay? Gut. Ja, ein Kamin. Auf die Plätze, fertig und... Schön! Lauf! Gespannt, wer als erstes. Wir müssen jetzt erstmal die Tür zu machen. Ja, dieses Spiel kann man wirklich nur empfehlen für. Ah, Maria! Maria ist. Maria! Wo ist denn Joyce hin? Joyce! Ich hab's überhaupt nicht aus dem. Das ist. Oh Gott! Das ist unfair! Mein du musst in den Westflügel laufen. Ja, mein Anwesen ist viel zu groß für das Spiel. Es geht über 3 Ländergrenzen. Team Maria kriegt auf jeden Fall ihren Punkt. Also ich will jetzt nicht rumgendern, aber das war jetzt schon ein bisschen ein Vorteil, ne? Ich habe halt den Vorteil, dass ich auf 12 Quadratmeter wohne. Ja, eben. Ja. Das Beste ist, hätte ich 5 gezeigt, aber Maria hätte es so gemacht. Dass du neben Daniel sitzt. Ja, genau. Ich habe dir den einfach gegeben, das ist der gleiche. Ich habe jetzt keinen 5 mehr. Ja. Komisch. Oh, scheiße, ey. Das ist gut. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich bin gespannt, ob so was überhaupt irgendwer noch hat.
Auf die Plätze, fertig und los. Eine DVD. Eine DVD, keine CD, DVD. Maria bleibt einfach sitzen. Schnell, Joyce, es ist deine einzige Chance. Und DVD. Maria geht einfach jetzt aus der Tür. Irgendeine DVD. Ihr habt doch irgendeine DVD. Ja, Maxi. Maxi, Maxi, Maxi. Scheiße. Sag mal, was ist das für eine DVD? Ich bin mal auch so gespannt. Ja, dreh mal um. Was ist das? Assassin's Creed. Das ist ein Videospiel eigentlich, ne? Ja, ja. Aber, nicht, aber es ist flach, es ist rund, es ist silber. Ist eine DVD. Ist es eine DVD oder ist es eine Blu-ray? Ich guck gerade. Das mag ich mit so was Ähnliches. Ob das ja, 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 ich merke schon. Und? Ist ein Reiscracker oder was? Nein, das ist der Stöpsel. Du guckst doch, Maxi ist noch nicht überzeugt. Ne? Ist eine Blu-ray, glaube ich. Ich glaube, die Xbox One liest nur Blu-rays, aber es ist eine DVD und du kannst dich ins Knie ficken. Ja, Joyce, hast du nichts? Das hat er so nett gesagt. Sonst hat er nichts. DVD? Eigentlich DVD. Ich hatte Maxi, eine leere Hülle. Eine leere Hülle? Ich frag meinen Mitbewohner kurz. Ja. Jetzt taucht sie bei Daniel auf. Okay, wir können uns darauf einigen, dass die Jungs... So. Hast du eine DVD? Was? Ja, ich dachte mir, falls du beim nächsten Mal ein Skelett reinhältst, habe ich schon hier. Ich denke okay, ich würde sagen, Jungs, Maria ist weg. Okay, diese Runde geht an die Jungs. Können wir uns Spindel, einigen. Also komplett, guck mal hier. Ja. Noch, da sitzt zum Beispiel Rewrite auch, glaube ich. Und mit, toll. Ja, ist man merkt, du bist ein richtig alter Mann. Das erste Mal, man kann einen Brenner. Was? Du kannst dir seine Musik auf eine CD brennen. Boah, Digga, du wirst lachen. Mein erster Brenner war ein Einfachbrenner. Eine CD zum Brennen kostet 15 Mark. Eine lesen, ne? Ja. Richtig, 15 Mark, 15 Mark, ja. Ein Rohling. Das ist ganz viel Geld. 15 Mark, das müssten jetzt ungefähr 1500 Euro sein. Richtig, ja. Genau. Leider war, ja. Aber ist wirklich okay, so, ja. Punkt an die Jungs mit der DVD. So, jetzt bin ich mal gespannt. Das ist wieder was Schwieriges. Ach du Bitte, Kacke. An dieser Stelle, wenn ihr was kaputt macht, ich zahle nichts. Ihr seid nicht versichert. Es ist alles, es geht natürlich um die Wurst. Mein Spaß zahlt, hast du gesagt im Vorfeld, ne? Aber genau, ich zeige euch jetzt was. Ich bin gespannt, wer als erstes da ist. Oh Gott. Schon alle am Hetzen und fertig. Was ist das, was ist das, was ist das? Toaster! Ein Toaster! Los, ein Toaster! Ich hatte erst gedacht, dass dieses Spiel überhaupt nicht funktioniert und es ist das Bescheuerste, was ich je gesehen habe. Ich finde das jetzt schon fantastisch. Nicht schlecht. Alter. Es ist Maxi. Oh, Scheiße. Haben wir den gleichen? Wir haben den gleichen! Nein, Maria! Wir haben den gleichen! Oh Gott! Oh, fuck! Gute. Scheiße, ich brauch so Stoppersocken, ich bin dreimal ausgerutscht. Oh, fuck! Scheiße! Oh. Maria hat den gleichen wie ich, ne? Ja, das Großteil. Wissen wir ja schon. Komisch, ja. Ich habe gerade gemerkt, ich bin in den letzten drei Monaten nie durchs Haus gerannt, weil mich hat es zweimal auf die Fresse gelegt. Und hier ist jetzt alles voll Brotkrümel bei mir. Es tut mir leid. Ich brauche ein neues Knie. Ach, scheiße. Okay, ich merke, dieses Spiel ist sehr gefährlich. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich in diesem Zoom-Call, im Laufe dieses Zoom-Calls einen Föhn und einen Toaster sich auf meinem Schreibtisch sammelt. Hätte ich nicht gedacht. Frau kommt später nach Hause. Was hast du gemacht? Nee, die ist... Die ist die sieht ist, aus wie ein versuchter Selbstmord, ehrlich gesagt. Die, nee, Toaster, die ist... Wasser, genau, das rein. Nächste Mal soll man eine Wanne besorgen, genau. Ja, und jetzt als letztes Spielchen. So, jetzt bin ich mal gespannt, ihr seid wieder ready. Sorry, Joyce, du musst später sauber machen, oder? Lass mal die Krümel da, denn... Ja, Joyce, es sieht fantastisch aus, man sieht nichts, so. Es ist wirklich ganz toll. Es ist ein wunderschönes eigenwitzig. Wohnzimmer. Ja. Das nächste, was ihr besorgen müsst, ist ein, in irgendeiner Form, ein Keks. Boah, Gott, ein Keks. Hab ich nicht. Ich hab keine Kekse. Ja, keine Kekse, keine Schokolade, keine Kekse. Ja, Schokolade gilt ja wohl nicht, oder? Gilt eine Proteinregel? Das ist kein Keks. Kein Keks. Ich hab keine Kekse. Maxi, ich hätte nie gedacht, dass Maxi in diesem Spiel so gut ist. Ist das echt ein Keks? Dann testen. Vielleicht war es auch ein Stück Leber, ne? Ja. Jungs. Keks hier, Keks. Ach Mann, ich hab sogar Keks. Ich hab jetzt ein Plätzchen gebacken. Genau, Kekse. So. Aber die sind vegan, oder? Ja. Kekse? Nein, nicht, oder was? Ja, ja. Oh. Nein, hätten doppelt gezählt. Okay. Ich habe ein bisschen Rindfleisch rein, damit es besser schmeckt, aber ich mag das ganz gerne. Das ist eine überfahrene Pflaume, oder was? Ja. Yeah. Beefcakes habe ich es genannt. Sind sehr lecker. Beefcakes was sind ist das, sehr Maria? Weihnachtlich.
Das ist ein Vulva-Keks. Nicht im Ernst, oder? Doch. Dafür gebe ich dir einen halben Punkt. Warte mal, ich schau mal, ob ich ein Ahornblatt habe zum Zensieren. Und das ist der Teddy. Ach krass, guck mal. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube, das backe ich morgen jetzt auch mit meiner Tochter, dann kommt das Jugendamt. Du. Letzter Gegenstand. Okay. Keine Peniskekse? Die habe ich schon gegessen. Das finde ich auch diskriminierend uns Männern gegenüber, wenn es die nicht gibt. Letzter Gegenstand? Die waren so lecker. Offiziell, ich werde anreichen. Sorry Maria, ich muss dich unterbrechen. Ich hab das Gefühl, dass Frauen das vielleicht theoretisch etwas schneller besorgen könnten. Es ist... Vielleicht habe ich es schon hier. Halt, stopp! Auf die Plätze. Fertig. Eine Wärmflasche. Nee, vergiss es, keine Ahnung. Ja! Wow! Ach komm, welcher Mensch hat denn den Griff? Die gleiche wie ich, Rot, das macht mir langsam. Wer hat denn im guck mal, wer hat denn den Griff? Ne? Ich weiß ja nicht mal, ob wir eine haben. Felix. Wer hat das denn in den Griff? Nee, bitte. Felix. Wenn du mal bitte wieder Bauchschmerzen hast. Maxi, ich würde den Trostpreis geben, weil es wirklich die hässlichste ist. Und Maria hat ja meine. Ja. Warte, Maria, wir machen so, ich halte es hoch und runter. Und nie gleichzeitig im Bild. Ja, krass, ich weiß gar nicht, ob wir eine haben. Also. Boah, Daniela und Maria matchen voll. Ja. Das ist nicht dieselbe. Hast du den Toast weggetan? Meine hat einen Überzug. Toast ist ja der gleiche. Ist komisch, warum die matchen. Das ist ganz komisch. Man hört auch Maria auf dem Ton von Maria, der Nähe so ein bisschen. Das ist ganz komisch. Das kann ja, also. Boah, das hat jemand mitgezählt? Also, ich hatte ihr die. Boah. Die Jungs hatten Kekse. Die Jungs hatten Kekse. Kekse, Toaster. Ja. CDs, DVDs. Rohlinge. DVDs. Ja. Und die Mädels hatten den Föhn. Ne? Ich glaube, da ist noch Duke Nukem drauf. Wärmflasche. Ich hier mit meiner Zettelwirtschaft. Ich glaube, die Jungs führen im Augenblick. Ne? Ich guck mal kurz auf die Fertility. Das ist irgendwas auch. Das würde ich auch mal stark behaupten. Ich glaube, die Jungs führen knapp. Kommt jetzt das Wir haben alles Spiel gegeben und nichts bekommen. Ja, das ist. Ich bin sehr gespannt. Es heißt, wir haben es genannt, Sing-A-Lot. Das ist wie Charade, nur mit Singen. Und was? Jetzt ist automatisch so, dass jetzt andersrum geraten werden muss. Sprich, Maxi muss jetzt den Song singen. Wieso geht Maxi weg? Maxi ist wieder da. Ja, er braucht ein Gesangsmikrofon jetzt. Also. Genau. Ich werde also jetzt Maxi. Genau. Wie, aber da muss man den Text kennen. Ja, so ein bisschen. Oder halt den Refrain vorlesen. Es geht darum, dass man die Lippen lesen kann. So wie wenn du besoffen in der Disco bist, also 2019. Ach so, also, es ist stumm. Ja, es ist stumm, genau. Es ist stumm. Du kannst den Song performen. Du kannst den Song irgendwie mit den Lippen bewegen. Man muss versuchen, die Lippen zu lesen. Und Maxi freut sich richtig. Maxi kennt nicht ein einziges Lied. Und du weißt Maxi, du weißt auch, dass Mariah Carey jetzt wahrscheinlich wie so ein Geist von oben kommt und dich her. Das wird jetzt dein Ding, glaube ich. Und das ich wird hoffe es auch insgeheim. Ja. Weil ich würde dir gerne mal ein paar Takte sagen. Also Maxi, du musst jetzt dein Mikrofon ausmachen. Ich jetzt aus. Ist eine Money Cow. Das warte, okay. Ich soll den Ton ausmachen. Warte. Du musst den Ton ausmachen. Okay. Also, dass man mich hört oder? Nein, man darf dich nicht hören. Du darfst ruhig singen. Hören. Man muss sehen, was du mit den Lippen machst, aber nicht. Genau, wunderbar. Und sind es Weihnachtssongs oder kann es alles sein? Bei Weihnachtssongs würde ich noch einen Tipp geben, dass es ein Weihnachtssong ist. Okay, gut. Es könnte ein Weihnachtssong sein. Ich halt jetzt genau, du guckst, du haltst dir die Augen zu. Also ich drehe mich auch um, weil sonst denken wir alle, ich scheiße. Wieder, genau. Bestimmt hast du da hinten ein Mikrofon, oder? Hast du da irgendwo ein anderes Video? Nee, ich habe so wie aus dem Ypsheft. Ich habe so einen Spiegel, so einen Periskopspiegel aus dem Ypsheft habe ich. So, ihr habt wieder 3 Minuten, die muss ich kurz einstellen. So, löschen. Auf die Plätze. Fertig. Und los. Also, dein Begriff, lieber Maxi. Ja, ist gut, ne? Das war schwer. Nein, ist nicht gut. Kann ich hingucken? Doch, mach, komm. Nächstes. Ja, guck mal. Achso, ja. Guck mal. Okay, gut. Halt, jetzt muss ich Max irgendwie größer machen. Also ein bisschen Charade machen, Maxi. So, jetzt habe ich ihn groß. Okay. Also? Water. Water, drinking, bottle, popping the bottle, splash, was ist es, Hals, zum Hals, ist ja Deutsch oder Englisch? Keine Ahnung, Englisch? Englischer Song, okay, a bottle. Jetzt mach das mit den Lippen, du kannst doch Lippen lesen. Ja, eben, sing doch mal den Song ein bisschen, du musst ihn fühlen, ich fühle da nichts. Versuch mal zu lesen, was er sagt.
Ich verstehe das. Bottle Popping, the Bottle, Bottle Splashing, was, keine Ahnung, Squirt, nee, was ist das? Ja, Bottle, Water, Water! Etikett, Entschuldigung, war mein Fehler. Trinken, Daydrinking, zwei Flaschen, die sich gegenseitig, was? Ich verstehe nicht, was ist das denn für ein Zeug? Wer schreibt denn sowas? Was ist das für ein krankes Scheiß? Es ist Englisch. Es ist ein bisschen älter, als es Pop. Es ist Popmusik. Maxi, jetzt mach doch mal. Ich verstehe, du musst ja ein bisschen mehr fühlen, Maxi. Du musst, ja, Bottle, my Bottle Pop. Was ist das für ein Song? Was ist mit Bottle? Genie in a Bottle ist es aber bestimmt ja, nicht, oder? Du, ist es. Augen zu, Alk, okay, Augen zu. Ja, Genie, okay. Ja, genau. Okay. Schuld, du darfst wieder gucken. Okay, ich verstehe. Okay, jetzt. Ich muss mich erstmal reinfühlen. Okay, Christmas, Wetter, Star, Pulli, Maxi, Maxi-CD, was? Pulli, was ist Sweater? Lippenbewegung. Du kannst singen. Dann sing einfach, Maxi, sing. Genau, du musst singen, du fühl es ein bisschen. I'm Christmas for you, I love you. Was mit einem Sweater, was? Ich verstehe es nicht. Mein Christmas Sweater loves you. Was ist denn das für ein Song? Das haben sie ja die Beatles nicht geschrieben. Also, was ist das denn für ein Song? Keine Ahnung. Mein Pulli gehört dir. My sweater is just for you. In the heart. I love my Christmas sweater. Was ist das für ein Song? Du musst singen, Mann. Ich muss die Energie, ich muss das fühlen. 40 Sekunden. Meine zwei Hände möchten dir einen Sweater geben. Was ist das für ein Song? Meine zwei Hände. My two hands are just for you. I love my hands. Sweater hands. My Christmas Hands. Immer nur ich. Ego. Ich bin Egoist. Falco. An Weihnachten. Weihnachtsedition von Falco. Egoist. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Maxi verschwindet gerade. My Sweater. Sweat. Mach doch die Lippen. Mach die Lippen. Na. Was ist das für ein Song? Du, Herz, I love you. Das ist doch kein Song. Ja, jetzt wieder, Maxi. Jetzt, darf ich es einmal ausprobieren, ob du es bei mir erkennen würdest? Okay, genau. Die Joyce, ich will nur mal ausprobieren, vor. Ja? Okay, mach aber den Ton aus bei dir, ne? Ja, was okay. Warst du? Achso. Nee, du sollst jetzt von mir raus. Okay. Maxi darf nichts verraten. Die Joyce spielt es jetzt vor. Ich bin enttäuscht, Micha. Christmas Tree, ja, klar. Okay. I love you under the Christmas tree, was? Du musst an die Lyrics denken. Lyrics tree. Me, love, I'm loving you under the Christmas tree. Loving. Okay, er checkt's nicht. Ich check's nicht. I gave you my heart, but on the very next day you gave it away. Das war der wunderbare Last Christmas Song. Das ist super schwer mit diesem Song. Okay. Ja, wir probieren es ja aus. Keiner hat gesagt, dass das hier Spaß macht. Das ist hier eine ernste Veranstaltung. Es geht um einen guten Zweck für die Straßenwächter. Ich glaube, ich habe mich zu sehr versteift, dass der Songtitel und ihr seid auf die Lyrics gegangen, ne? Aber ja. Wie krass, dass er Genie in a Bottle kannte, aber nicht Last Christmas. Ja, ich kenne Last Christmas. Was ist denn Last Christmas? Last Christmas. Jetzt sind die Mädels dran. Ja. Oh Gott. Das heißt, jetzt spielt. Vor allem, es ist so lustig, Josh. Weil ich wurde halt immer wütender. Ja, ich fand, Maxi, das war die schlimmste Performance in Parade, die ich je gesehen habe. Das war die wütendste Performance. Ich hab dich so angeschrien, Alter. Vielleicht kommt die Polizei und sagt, wer feiert hier eine Party? Ja, genau. Meine Katze ist aus dem Zimmer gelaufen, weil ich so gebrüllt habe. I gave you my heart! Ja, jetzt im Nachgang macht Sinn, aber weil I gave you my Christmas sweater ist natürlich. Jetzt. My sweater hands. What the fuck? My sweater hands. Lieben, Contenance, ihr seid immer dran. Ein Punkt nur für euch. Die Mädels können jetzt ja alles umreißen. Egoist, nein, my heart, my Christmas sweater, my hands, love I my gave Christmas you my sweaty sweater, Christmas sweater. Oh my God, nein! Machen wir gleich noch eine extra Show, wo wir diese Show rekapitulieren. I gave you my sweaty Christmas sweater. Was? Jungs, jetzt schaltet euch auf stumm. Gelbe Karte. Gut, die Mädels sind dran, das heißt, Joyce wird jetzt raten. Oh Gott. Maxi verstirbt. Also ich mach mich mal stumm jetzt, ja? Du machst dich auf stumm, genau. Du spielst es nach und die Maria muss raten. Oh Gott. Und, okay.
Das heißt, warte mal kurz, Maria muss raten, sprich, Maria macht die Augen zu. So. Okay? Und. Ah, warte, warte, die Uhrzeit. Du hast es schon, ne? Hast du es gesehen? Ich muss kurz die Uhrzeit stoppen. Und auf die Plätze, fertig und los. Klapp! Maria, kurz. Achso, ich dachte los für mich. Ist gut. Ich weiß, also, du hast es nicht gesehen. Weißt du, Joyce? Weißt du Bescheid? Okay, gut. Maria! Love. You love me? Forever. I love you forever? Love ja, forever? Nicht schlecht. Forever ja. Love? Love you forever. Das ist ein Klassiker. Ach genau, genau. Jetzt lies mal die Lippen von Joyce. Romance. You love, I love. We love the world. Nee, forever. I will love you forever. Du bist ganz nah dran, aber der Song heißt anders. Love you. Ich gebe dir einen Tipp, es hat mit einem Sweater zu tun. I will forever love you. I will forever love you. Anderes Wort für forever? Anderes Wort für forever? Always. I will always love you. Sehr gut. Tipp für euch. Sehr gut. Wieder Augen zu. Maria, du darfst wieder gucken. Das ist mein Song. Psst. Leise. Leise? Stille? Stille Nacht. Heilige Nacht. Ja, krass. Ja, sehr gut, sehr gut. Oh Gott, den Begriff habe ich gar nicht. Okay, Augen zu. Okay, Maria. Cry. Cry forever, cry like a wave. Wave. Du musst auch singen, Joyce. I cry like a wave. Cry. Cry like a wave, genau. Cry. Weinen oder Englisch? Englisch? Sag mal Englisch, ja, ob ja, Englisch, ja. Englisch. Cry River. Cry me a river? Ja, sehr ja. Gut. Ach Gott, hab ich denn, ihr habt noch 40 Sekunden. Und Augen zu, Maria. Hast du? Okay. Maria? Letzten 30 Sekunden. Hit? Ja. Hit me, baby, one more time. Krass. Ja, sehr gut. Ihr habt noch, okay, kriegt ihr noch einen? Ah ja, Augen zu. Und zu schnell? Ihr habt noch 20 Sekunden. Weißt du? Du kannst ja auch die Tanzbewegung machen, Joyce. Die Tanzbewegung. Ups. Nein, weil ich gebe dir einen Tipp. Irgendwas von Beyoncé. Ja. Single Ladies. Ja. Das habe ich einfach mitgespielt. Ich habe den Mädels einfach jetzt geholfen. Es Schiebung, war Single Ladies. Sehr gut. Schiebung! Betrug! Sehr gut. Das sind 3 Minuten. Wir hatten ja sowieso schon gewonnen ohne so, dann. Jetzt seid ihr wieder da. Es war wirklich ein Fest. Also, ja, es war geringfügig besser als bei uns, aber ob das jetzt verdient war, also. Weiß nicht. Wir müssten jetzt eine richtige Auszählung machen. Ich habe hier, alles ist voll mit Zetteln hier. Der ganze, also wirklich alles. Ich weiß gar nicht, wer gewonnen hat. Ich habe irgendwie das Bauchgefühl. Ich finde, für Cry Me a River müsste sie schon gewinnen. Also das ist, ja. War sehr schön. Der ich Fluss, das Gefühl, kannst du, Joyce, kannst du noch einmal den Fluss, oder? Machen. Das war echt, ich fand das sehr schön. Finde ich sehr, das hab ich gefühlt. Ja, nicht so wie bei Maxi. Da habe ich nur ein Sweater gefühlt. Das war sehr, sehr cool. Wie ist es bei euch mit Essen, Weihnachtsessen? Was gibt es bei euch immer so zum Essen? Ente, ganz genau, klassisch. Ganz ja. Genau, ganz ja. Genau. Muss, also da bin ich aber auch Spießer, ja. Seit ich vegetarisch bin, also seit ich 12 bin, gibt es bei uns kein Fleisch mehr zu Weihnachten. Da muss sich dann also jeder dran Weihnachten halten. Ruiniert für alle. Da genau. Muss auch wirklich jeder, also alle, echt? Ja. Und wie viel Prozent oder wie ist die Verteilung an Veganern oder Vegetariern und Fleischessern? Nur ich bin vegan. Und alle anderen, alle dürfen dann kein Fleisch essen? Genau. Oh, ist mutig, ja. Ja. Bist du auch eingeladen zu Weihnachten oder darfst du nicht kommen? Zum Extra. Ja, doch. Ich feiere Weihnachten immer alleine. Was gibt's da bei euch? So? Was gibt's bei euch? Eigentlich total unterschiedlich. Also wir sind jetzt da nicht so traditionell. Also da gibt es dann auch mal Chili con Carne oder Sin Carne oder
Oder Hirse. Also Hirse. Ohne Fleisch. Hirse. Es gibt Schnitzel und Cordon Bleu und Schwein gefüllt mit Rind in Pferdesoße. Traditionelle Schweinskopfsülze. Schwein gefüllt mit Rind. In Schwein, die traditionelle. Und Joel, was gibt's bei dir? Bei mir ist es tatsächlich immer vegetarisch, weil meine Mama und meine Schwester und ich ja auch alle drei Vegetarier sind. Und dann lohnt sich das auf jeden Fall. Das fuckt den Vater richtig ab, sehr gut. Und meine Eltern sind ja nicht mehr zusammen. Beim Papa gibt es natürlich nicht vegetarisch. Das ist immer, Heiligabend ist jetzt bei Mama und ja. Habt ihr ein, ja, ist das da hinten? Ist ja auch besser vegetarisch, also ist ja auch. Das? Ja. Das ist ein echter Baum? Also habt ihr immer zu Hause immer einen Plastikbaum oder einen echten Baum? Oder gibt es da bei euch irgendwelche Regeln? Ihr Baum ist gesponsert. Dieser den Baum ist gesponsert. Ja. Oh, Maria, eine kleine Petze. Vom Weihnachtsmann. Also, ihr habt alle echten Baum, oder was? Bin ich der Einzige, der einen Plastikbaum hatte früher? Du hast doch keinen Plastikbaum. Welcher Mensch hat einen Plastikbaum? Wir hatten früher immer so typisch italienisch, schön Plastikbaum, schön mit Lametta bombardiert. Hast du Bilder gerade mal da? Nee. Nee? Also, ist das in Italien so, dass man da öfter einen Plastikbaum oder hat? Dass da keine Bäume wachsen? Dieser italienischen Einöde. Ja, in der italienischen Sahara gibt es keine Bäume. Genau. Ich weiß nicht, ob ist ein sehr karges Land auch, das weiß man ja. Ja. Habt ihr ein Krippenspiel? Habt ihr sowas zu Hause? Weil wir bauen dann richtig ordentlich Krippenspiel. Wir holen echten Esel, wir holen echte Ochsen, alles hier rein. Nur der Baum ist aus Plastik, aber sonst Selbst Jesus ist da, ja. Selbst Jesus ist da, ja. Man hat einen Tisch voller Wassergläser, ne, man freut sich dann schon, aber der Baum ist aus Plastik, ne? Lieben, ich habe irgendwie das Gefühl, es ist Gleichstand. Kann das sein? Ich glaube auch, ja. Ja. Deswegen habe ich noch eine Schätzfrage. Dann sind wir nämlich eigentlich fast schon durch. Dafür brauchen wir dann auch endlich die Zettel, ja? Ja. Die Zettel braucht ihr danach, für die Verlierer dann. Ich möchte die Gunst der Stunde nutzen, vielleicht wird meine Tochter mal irgendwie später Picasso oder so. Daniel hat uns vorher vor diesem Call gesagt, wir brauchen Zettel und Stift und ich habe einen Haushalt, ehrlich gesagt, der ist vollkommen digital, da bin ich einfach auch ein Nerd und ich habe ewig gebraucht, ich habe einfach nichts gefunden. Dann habe ich eben ich glaube, es soll ein Löwe sein, ja, die Zeichnung meiner Tochter vom Kühlschrank genommen und darauf wird jetzt geschrieben. Ja. Oh, ist aber gemein. Das sieht aus wie Among Us. Ja, ich weiß nicht, ja, also wenn ihr wollt, also vielleicht auch für einen guten Zweck. Ich habe zwar meine Tochter nicht gefragt, die ist 3 Jahre alt, aber wenn man es ersteigern möchte, für einen guten Zweck, finde ich gar nicht so schlecht. Ich finde auch, es sieht aus wie das Coronavirus. Ja, sind das nicht Bilder, die man dann zum Psychologen mitbringt und sagt... Sie heißt auch SARS, die Kleine. Ja. Deine kleine SARS. Die kleine SARS. Ja, so ist sie, die Kleine. Ja. Also, jetzt kommt die Schätzfrage. Anhänglich. Ja, sehr erklettet, ist sehr schnell immer im Kontakt. Ja, und naja, so ist sie, die Kleine. Sehr kontaktfreudig. Sehr kontaktfreudig, das Wort habe ich gesucht. Dankeschön. Sehr kontaktfreudig, ja. Naja. Cool, dann haben wir den politischen unkorrekten Witz auch schon erledigt. Sehr gut, alles abgehebt, so eine Liste, was wir alles gemacht haben. Ja, dafür, da haben wir noch nicht mal angefangen, mein Lieber. Wenn das für dich politisch unkorrekt war, also... So, jetzt kommt die Schätzfrage. Schnitt. Gut. Hitler hatten wir auch schon mit der Untergang. So, also, und ich würde sagen, dass das mit dem Absprechen kläre ich dann gleich. Aber die Frage ist, wie viele Weihnachtsbäume werden jedes Jahr ungefähr in Deutschland verkauft? Jetzt kommt die Schätzfrage. Das heißt, jetzt würde ich vorschlagen, die Jungs halten sich die Ohren zu. Das möchte ich wirklich sehen, allerdings. Und nicht googeln. Maxi, hallo. Ja, ich Hand von der Tastatur. Hand von der Tastatur, okay. Ja, dafür habe ich ein iPad hier. Du hast... Deine Kopfhörer sind drin. Was? Was? Genau. Du kannst doch nicht so dir die Kopfhörer so machen. Ja, ich höre nichts. Nein, ich habe nicht... Nein, ist mir schon klar. Ist mir schon so. Ja. Also, okay, pass auf, meine Kopfhörer hier hängen hier übers Mikrofon und ich mache die Ohren zu. Genau, also ihr könnt euch kurz absprechen, was ihr schätzt. Die Frage ist, wie viele Weihnachtsbäume... Die hören wirklich nichts? Nein, ja, ihr könnt euch absprechen. Es ist ja eine Schätzfrage, deswegen, genau, die hören nichts. Wie viele Weihnachtsbäume werden jedes Jahr ungefähr in Deutschland verkauft? Was schätzt ihr? Ihr könnt euch kurz absprechen. Also ich würde schätzen vielleicht so 3 Millionen. Echt? Ich hätte jetzt so 500.000 gesagt. Okay, einig euch? Relativ schnell. Dann 2 Millionen die Mitte. Hä? 2 Millionen? Wie viel? 2? Ja, komm. Ich sag 2 Millionen. Okay, wunderbar. Okay. Jungs, ihr dürft jetzt aufmachen.
Michael! Okay. Du rein. So. Okay. Die Mädels haben schon was gesagt. Könnt ihr mich hören? Ja. Ja. Genau. Die Mädels haben jetzt schon was geschätzt. Das ist jetzt auch eingeloggt. Deswegen könnt ihr auch einfach frei reden. Eingeloggt. Was denkt ihr? So geil. Super geil. Günther, bitte. Log doch mal ein. Okay. Was sagt ihr? Maxi, googelst du? Nein, ich google nicht. Ich habe nur jemanden geantwortet, der beim dänischen Forstverband arbeitet. Ah, okay. Ja. So, was schätzt ihr? Die Frage also war, wie viele Weihnachtsbäume werden jedes Jahr ungefähr in Deutschland verkauft? So. Naja. 300, nee. 80 Millionen, wie viel davon? Familien mal durch mindestens 8. Das ist 8, wie viel kaufen sich davon? Ja, also. Also ich hatte einen Weihnachtsbaum, ne? Wollte ich nur sagen. Naja, verkauft. Ich würde sagen. Also ab dem 12. Lebensjahr hatten wir dann richtige Weihnachtsbäume. Aber zählt naja, also wenn man mal sagt, eine Familie, keine Ahnung, sagen wir mal 7, 6, 7, 8, 80 Millionen und 10 Millionen, das kauft natürlich nicht jeder ein. Vielleicht, wenn man sagt, jeder Zehnte kauft ein, wäre es eine Million. Vielleicht ist es aber auch mehr, vielleicht dann wieder Fünfte, wenn es 5 Millionen. Wie sind das? Nee, aber das klingt schon so krass. Nee, wahrscheinlich sind es am Schluss deutlich weniger, weil man so, dann einigt euch. Verschiedene Religionen sind da, Max jeder hat einen Krank. Max hat noch gar nichts gesagt. Unter einer Million wahrscheinlich am Schluss nur, ne? Also, was sagt Maxi, was sagst du? 3.748.078,4. Naja, so, ja. Finde ich, also. Und ich schätze das nicht, sondern das ist ganz genau so. Das ist exakt die Anzahl am Weihnachtsbaum, auch nach dem Komma. Ganz genau die Zahl. Aber du weißt schon, gehst du mit? Ihr müsst euch jetzt in 3, 2, 1, Maxi, ja, ich gehe mit. Ich gehe mit. Ja. Ich vertraue Maxi, der ist ein kluger Mann. Maxi hat 3,78 Millionen? Ja, Millionen, ja. Okay. Ja. Die Mädels hatten. 2 Millionen. Ganz knapp. Wirklich ganz, ganz knapp. Ich muss jetzt ganz. Es sind 70 Millionen. Die Antwort ist, halt mal kurz, 7,5. Was? So viel doch. Moment. Krass. Das ist die Antwort auf eine andere Seite. Jedes Jahr werden knapp 300 Millionen Weihnachtsbäume in ganz Deutschland verkauft. Was? Wenn diese Bäume nur an private Haushalte verkauft werden würden, hätte jeder Haushalt 7,5 Bäume zu Hause. Ach, also gewerblich quasi noch für irgendwelche Weihnachtsfeiern. Boah. Und dann, wenn dann. Wie viele dann Weihnachtsbäume werden jedes Jahr ungefähr in Deutschland verkauft, war die Frage. Deswegen haben die Jungs gewonnen mit einem sorry. Das machen alle. Aber wie viel? Aber noch mal, sag nochmal die Zahl bitte. Wie viel? Also, Maria, 300 Millionen. Hätte ich nie gedacht, aber klar, gewerblich dann. Also wenn dann irgendwie ich kann das nicht. Die Erbversicherung, also 500, so Dinger. Ich habe noch eine Schätzfrage. Auch nicht. Ich habe persönlich 4 Weihnachtsbäume, aber 7 fände ich schon viel. Ja. 7 in jedem Raum ein. So, in jedem Haus. Spektakulär, deswegen würde ich jetzt sagen, außer ihr wollt noch eine Schätzfrage. Die Jungs haben gewonnen. Oh, ja. Keiner macht mit. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Sie waren ja auch weiter neben. Also das ist jetzt auch kein glorreicher Sieg, muss man ehrlich sagen. Fühlt sich nicht gut an. Gerade weil die Mädels bei der Popsong waren sie fantastisch. War fantastisch, ja. Wirklich, ja. Also die Sieger der Herzen sind natürlich die Mädels. Klar. Sind sie, ja. Ja. Aber jetzt kommt die Bestrafung. Das System spielt wie immer für die weißen Männer. Männer im hässlichen Pulli. So, jetzt kommt die Bestrafung oder die Belohnung, wie ihr es wollt. Wir machen jetzt so, die Joyce und die Maria halten jetzt gemeinsam eine weihnachtliche Neujahrsansprache, gemeinsam nicht. Und der Michael und der Maxi denken sich jetzt drei, deswegen habt ihr auch einen Zettel und Stift, 3 Begriffe aus. Und die müsst ihr jeweils, die könnt ihr auf den Zettel schreiben. Und die müssen die Mädels dann in ihrer weihnachtlichen Ansprache einbauen. Wie weihnachtliche hast du Neujahrsrede gesagt? Weihnachtsansprache, weihnachtlich ist, wir machen ja die Weihnachtsfeier. Wir freuen uns dieses Jahr und kannst aber natürlich feiern. Weihnachtsfeier, aber natürlich auch auf ein besseres 2021 und so. Ja. Ihr teilt euch das auf. Das heißt, Michael gibt der Joyce 3 Begriffe und der Maxi dann der Maria. Fragen. Ach so. Ja. Ja. Ich sehe aber richtig, wir reichen die gemeinsam, oder? Ja, ich gebe euch jetzt schöne Begriffe. Also, Können wir nicht jeder einfach gucken, wer von wem die Begriffe einbaut? Könnt ihr auch machen, mir egal. Am Ende werden 6 Begriffe eingebaut und wir haben eine ganz weihnachtliche, schöne Messe. Mhm. Und frohes neues Jahr und so. Und ist es so ein bisschen wie, wenn man jetzt zum Beispiel mit der Familie ist und man möchte dann der Familie irgendwie so eine kleine Rede halten?
Genau, du kannst es entweder ganz familiär machen, weil die Zuschauer sind ja auch unsere Familie, oder du machst es halt wirklich eine Ansage an die ganze Welt, an alle Follower, an alle Fans, vor allem an die Fans von Michael Schulte und dann alle. Also sind nicht viele, aber die freuen sich, ja. Okay. An deine Tochter saß. Die Kleine, ja. Das ist, ach Mensch. Die geht noch viral, sage okay. ich euch. Habt ihr Begriffe? Ja. Michael, hast du gerade Begriffe? Ja, nee, warte. Ich kann nicht gleichzeitig alles hier. Warte mal kurz. Ja. So. Für alle, die gerade zuschauen, der Michael. Ich habe Begriffe. Geht noch viral, hat er einfach. Ich habe Begriffe. Okay. Okay. Dann fangen wir einfach mit Maxis Begriffen an. Die Mädels fangen an und der Michael ja. haut sie später rein. Okay. Ja. Gut, dann. Maxi, willst du sie schon reinhalten, die Begriffe? Soll ich sie reinhalten? Maria, wir machen so ein bisschen abwechselnd. Oder. Wie willst du es? Oh, warte. Man kann nichts sehen. Ja, warte, was war das denn? Ja, SpongeBob, ich sehe nichts. Ringparabel? Ja, also. Ringparabel? Ja, ich habe drei Begriffe. Leber, ich habe auch schon. Pass auf, drei Begriffe von mir: Leberwurst, Ringparabel und Dreisatz. Also, sag's doch nicht mal. Leberwurst? Ich schreibe mal mit hier. Ja, ja, genau. Dann sag einfach die Wörter vor, dann wissen die das. Wollen wir sich bei der nächsten Runde dann spontan raushauen? Nee, sag mal, das könnt ihr doch. Das könnt ihr doch. Spontan. Ich habe schon wieder vergessen, was das dritte war. Ringparabel, Leberwurst und? Dreisatz. Der heilige Dreisatz oder sowas. Ja. Okay, okay. Dann Michael, dann hau du auch nochmal drei Wörter raus. Ja. Und dann also kommen wir zum großen Finale. Ja, ich habe den Rubik's Cube, wie spricht man den so aus, ne? Dieses Ding, was man so, ne? Heißt es, glaube ich, so. Dann ein Fugenreiniger. Und natürlich, klar, den Toaster. Den hätte ich gerne auch noch mal zum Abschluss. Fugenreiniger. Unfreundlichsten Wörter. Was war das erste? Rubik's Cube. Dieser Würfel, ne, den man so mit den gleichen Farben, den man zusammenwürfelt. Ach so. Ja, ich glaube, der heißt Rubik's Cube. Also glaube ich. Rubik's Cube. Oder Rubik's, okay. Rubik's. Okay. Wie, Rubik's Cube? Da hört es bei mir phonetisch auf einfach. Ja, sorry, wenn ich, das ist wenn ich hier einen auf Rechtschreibkorrigierung mache. Aber, ja, ja, meine Frau ist Lehrerin, deswegen muss auch mal aufpassen. Meine so, Aufgabe Jungs. Ist es, Ringparabel bitte unterzubringen, okay? Und du machst alle anderen? Sie so, Maria so, ja Digga, Fugenreiniger habe ich eh hier. Zack, hier, guck mal. Doch, also ich werde später weihnachtliche Musik drunter dudeln oder so. Boah, und ich muss so pinkeln mittlerweile. Ich muss auch richtig pinkeln. Danach darfst du. Umso schneller du sprichst, umso schneller kannst du auf Toilette. Toaster würde ich gerne ersetzen mit Blasenschwäche. Ist das noch möglich? So, die Wörter sind eingeloggt. Ich würde sagen, damit macht es ganz schnell die wunderbare Weihnachts- und Neujahrsansprache von Maria und Joyce. Joyce fängt an. Achso. Ich halte das jetzt an. Alle Leute da draußen natürlich. Also es ist ja bald Weihnachten und ich finde es da immer ganz wichtig zu sagen, dass man da nicht rumhängen sollte wie so eine beleidigte Leberwurst, sondern dass man einfach aufs Herz und die Liebe hören sollte. Und jetzt gebe ich das Wort kurz an Maria. Und es ist auch egal, was man sich zu Weihnachten schenkt, ob es ein Fugenreiniger ist, ein Toaster oder ein Rubik-Cube. Wichtig ist einfach, dass man seine liebsten Leute schätzt, vielleicht einfach eine nette Karte schreibt, ein paar nette Worte sagt und man muss gar nicht solch teure Geschenke machen. Fast ein grammatikalisch richtiger Satz, Joyce. Also, ja. Ey, wir sind noch nicht fertig, Michael. Ja, du bist der Quatschkopf da, ne? Ja, schön ist es natürlich auch immer, wenn man so Feste mit irgendwas verbindet, was einem eh schon lange auf dem Herzen liegt, wie zum Beispiel einen Heiratsantrag mit einer Ringparabel zu machen. Und wer vielleicht jetzt nicht so ganz religiös ist, kann sich ja einen eigenen Dreisatz überlegen, statt halt im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und ja, jeder sollte einfach Weihnachten so verbringen, wie Scheiße, Maria, rette mich! Wie er eben beliebt. Richtig. Amen. Mit Abstand. Mit Abstand und Händewasch und Maske. Ihr Lieben. Maria, rette mich, das ist auch ein Weihnachtsmotto von mir. Das war die emotionalste. Bravo, bitte. Bravo. Sehr schön, Dankeschön. Der Trick mit den Geschenken, der war sehr clever. Das fand ich wirklich sehr gut. Und alle drei Begriffe von mir benutzt. Fantastisch. Bravo. Ja. Ihr Lieben, ich wünsche euch wirklich ein frohes Fest. Danke, ich habe aber Toaster nicht gehört. Toaster? Oh, hä? Aber die Jungs, hast du gesagt, ich habe abgestrichen. Der Toaster, ich glaube es dir, nein, das ist, nein, ich, alles gut, ihr habt im so. Ihr seid Sieger der Herzen. Ja. Aber ich möchte, sie hat den Toaster gesagt. Ja.
ihr Lieben. Die Jungs sollen aber auch noch eine Rede machen. Die Jungs wollt ihr auch noch eine Rede machen? Kann ich in der Zeit auf Klo, während die reden? Oder? Ja, kannst du ja machen, ja. Das okay, war ja eigentlich die Bestrafung für euch. Ach so, ja, dann ja, beim nächsten Mal dann. Wollt ihr noch eine Rede machen? Zur, ja, weil so, lass Joyce aufs Klo gehen, oder? Ja, ja. Okay. Ja, ja. Ja, aber dann Joyce, dann die sag doch mal nicht. Die drei Begriffe. Sag die drei Begriffe. Was? Welche, sag die drei Strafbegriffe für die Jungs. Nein, die dürfen einfach so. Das ist eigentlich eine größere Herausforderung, was okay. Ganz ehrlich ich halte, ist. Ich halte die Begriffe rein. Ich habe ja noch ein paar Sachen hier. Ja, du musst immer, Daniel, kannst du nicht immer spontan neue Begriffe machen? Einfach so spontan, immer wieder was Neues. Ach so, ja, das könnten wir doch machen. Einfach dann ist was doch auch lustig. Ja, genau, immer wieder was Neues, aber es ja, müssen okay, so richtig gut. Bescheuerte nee, Begriffe sein. Dann fang sein. Mal an, Maxi, dann fang mal an. Ja, du solltest, hast du schon Begriffe überhaupt? Ich hab hier Film. Das Jahr 2019 war eine große Herausforderung. Soll ich jetzt einfach anfangen und ihr hält einfach Begriffe rein und ich spinne da was drum? Ja, okay, Maxi, bitte. Ja. Ja, meine lieben Mitbürger und Mitbürgerinnen, es war ein anstrengendes Jahr 2020. Love Island ging in die nächste Staffel. Wir konnten es alle nicht verhindern. Wir mussten leider das mit der Corona-Katastrophe im Fernsehen aushalten. Ich hätte ja lieber King Kong gesehen. Ich war selbst kurz davor, dass ich aufs Empire State Building mit einer Blondine steige, weil ich das furchtbare Fernsehprogramm nicht mehr aushalten kann. Doch wir müssen zusammenhalten. Ja? Wir sind kurz vorm Untergang hier in dieser Corona-Krise. Aber wir müssen den Abstand halten und nicht wie ein Schlumpf durch die Fußgängerzone laufen, um sich gegenseitig ständig wie Michael Schulte ins Wort zu fallen. Ja? Sondern zuhören und einfach mal die stille Nacht genießen, dass man auch mal die Fresse hält, weißt du? Damit man da auch sich gegenseitig zuhört und dem Raum bietet und nicht wie der König der Löwen auf dem Fels ständig die Aufmerksamkeit auf sich zieht, sondern bei sich bleibt und versucht einfach aber Michael wollte noch ein paar Worte bleiben. Ja. Auch Michael wollte ein paar Worte. Und deswegen überreiche ich das Wort an meinen Laberminister Michael Schulte. Bitteschön. Ja. Ja, das eine ist, also mit wem soll ich anfangen? Stopp, okay, also Christina Aguilera hat uns gezeigt, dass die 90er noch eine Zeit waren, wo wir uns wie ein freier Flaschengeist alles wünschen konnten, wo wir uns bewegen konnten in einer Zeit, wo es keine Kontaktbeschränkungen gab. Man sehnt sich zurück nach Schlammcatchen, nach Furzen, nach der Zeit, wo es einfach entspannt war. Aber man muss auch sagen, die Zeiten erfordern die Zeiten erfordern einfach auch einen neuen Zeitgeist. Und zum Beispiel wie bei Star Wars ist es so, mir fallen nur ganz fiese Sachen ein. Ich kann das nicht offiziell sagen. Ich kann das einfach nicht offiziell sagen. Schneid das raus oder ich piep's dann. Okay, alles klar. Ja, wir können uns natürlich auf die Couch setzen und Star Wars gucken. Wir können uns ins Wohnzimmer stellen und mit unserer Familie an Weihnachten Kung Fu üben. Aber am Ende des Tages ist es so, dass an Weihnachten nur eine einzige Sache wichtig ist, und zwar, dass wir Bolognese auf dem Tisch haben. Ich denke, da wird jeder mit einstimmen. Und wir sollten aufhören, unsere Nachbarn mit der Gartenschere zu bedrohen, nur weil sie 5 oder 10 Leute mehr haben an Weihnachten. Wir sollten zusammenhalten. Und letzten Endes warte ich jetzt einfach noch auf die Single Ladies, wie es Beyoncé sagen würde, weil ich natürlich auch in meinem Alter natürlich so ein Ding nicht abgeneigt bin, obwohl meine tote Oma sagen würde, mein lieber Kerl, was machst du da eigentlich? Also das möchte ich nochmal sagen, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen diffus, aber diese Worte waren mir nochmal ganz, ganz wunderschöne, wichtig. Wunderschöne Worte. Ihr Lieben, ich danke euch sehr für die erste und hoffentlich nicht letzte Keep Smiling Weihnachtsfeier. Genau. Mit den wir fangen jetzt schon mit dem Stream für nächstes Jahr am besten an, weil da haben wir auch technische Probleme gelöst. Ihr Lieben, ich danke euch sehr. Nicht vergessen, wir haben das alles für einen kleinen guten Zweck gemacht, nämlich für Straßenwächter. Joyce hat es vorhin gesagt, hier unten gibt es auch einen Link, da könnt ihr über PayPal auch was spenden. Wir spenden auch eine Kleinigkeit. Und ich wünsche euch alle eine wirklich frohe Weihnachten, frohes Fest an alle, die es nicht feiern. Besinnliche Tage. Bleibt gesund. Kommt gesund ins neue Jahr. Das ist ja, bleibt gesund, ist ja meistgesagte Satz dieses Jahr. Aber ja, auf ein besseres 2021, sage ich an dieser Stelle. Und bedanke mich für eure Zeit und für den ganzen Spaß, dass ihr das mitgemacht habt. Ich glaube, einige Spiele sind ab jetzt verboten. Das haben wir jetzt dafür. Aber Daniel, danke für die Einladung und danke, dass ihr den Stream macht. Und hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin nach wie vor, ich bin traurig, dass es mit dem Wetter, dass du da so schlecht performt hast, Maxi. Aber das... Ja. Man kann nicht alles haben an Weihnachten. Ja, das aber ich kann halt deinen Autismus nicht überwinden. Ne? Ja. Lieben.
Danke euch auf jeden Fall. Danke, Maria. Spaß gemacht. Danke, Joyce. Danke, Michael. Danke, Maxi. Danke euch. Ach, danke schön. Liebe geht raus. Dankeschön. Danke.